sind auch meine eigenen Daten, da steht meine Unterschrift. Die sind zum Beispiel jetzt 23, aber ich spiele immer 23, 25. Kommt darauf an, wie das Gefühl da ist. Ich würde sagen, mit 20, 21 Gramm ist am besten zum Starten und dann noch eine selbe Sicht, ob die Daten fallen. Wichtig, wie die Daten in die Scheibe stecken. Wenn nach unten ist ein bisschen zu schwach. Ein bisschen ganz hoch, ich finde es dann zu leicht oder so. Aber das ist ja mit dem Training, wenn du jeden Tag trainierst, dann siehst du, was du brauchst. Bei der Scheibe ist die Hecke muss 1,73 vom Boden bis zum Pull 1,73. Und ist am besten dann direkt vom Pull diagonal 2,94 Meter ist er. Dann ist er 100% richtig. Meisten gehen zwar 37 den Abstand, aber dann vergessen die Scheibe zu messen, wenn die ist von Wand mindestens 5 mm sind, weg. Beim Stildart ist er so praktisch, so sieht man jetzt, dass er, das war eigentlich Triple 20, der ist zerschossen. Wenn man den trifft mit alle drei, da fliegt ein Dart runter und das ist ein riesengroßes Problem. Und so dann kann man immer ein bisschen dran. Sehr einfach da und dann nachher nehmen wir die, stellen wir wieder den 20er oben. Und das ist so praktisch, die Scheibe kann man wirklich lang verwenden. Was ist das Wichtigste beim Dartspielen? Jeder glaubt, schnell oder langsam. Wichtig ist, dass man die Dart richtig in der Hand hat. Und Wichtigste, bei jedem Anfänger, was beginnt, diese Daumen. Ohne Daumen kann man nicht werfen. Das ist das einzige Problem. Und der muss immer einen gleichen Punkt haben. Wichtig ist, dass man ruhig steht. Alles andere ist für mich richtig, die Dart in der Hand zu haben und richtig stehen. Einer sagt, ja, ist am besten so, bist viel ruhiger. Ich stehe aber so. Wenn einer mit mir trainiert, dann sieht er, ich spüre oft sehr langsam, konzentriert, oft auch schnell. Man muss beides können. Das kannst du nicht nur auf das. Aber wichtigste ist, wenn du spielst, dass du dich fokussieren kannst. Nicht achten, soll ich schnell oder langsam spielen. Da bringst du dich selber aus der Konzentration weg. Wieso sind gerade 16, 20, 18 und so beliebt? Doppel 16, ganz einfach. Wenn man den Single 16er trifft, dann haben wir noch immer Doppelzahl, Doppel 8. Ist kein Echt. Und wenn man auch Single 8 trifft, dann haben wir noch immer Doppel 4. Und wenn man auch Doppel 4 nicht Doppelzahl bis zum Doppel 1. Ich habe mir Doppel 14 ausgesucht in Dublin, da haben wir Double In, Double Out gespielt. Das ist die einzige Disziplin, was es gibt, ist ja in Dublin. Mit Doppel muss man eine kommen und mit Doppel ausmachen. Und ich habe in Amerika gesehen, oft die spielen auf die Elektronikscheibe immer 14-11. Wenn das ist so breit, das, wenn man den 14er nicht trifft, dann trifft man 11er. Der sollte trotzdem zum Einen kommen. Und das ist auch ein logischer Gedanke, aber auch nicht. Wenn man muss die Doppel auch treffen. Das ist ja immer, ich war sehr unsicher und deswegen habe ich mir den ausgesucht. Und der ist super gelungen und Gott sei Dank heißt noch immer Menzel Doppel. Beste Trainingsplan für mich, ich sage immer, dass man 20 Mal Triple 20er trifft oder am Anfang 10 Mal oder 5 Mal nur den Triple 20er, nicht, dann später will ich einen 100er sehen, weißt du, nicht Triple 20, 14, 13, das ist ja nur Klicksachen dann. Man muss den Triple 20er treffen und zwei Single 20er, dass man 100 Punkte haben, dann ist gut, dann hat er gut begonnen zum Trainieren, dann ist er fokussiert. Man trainiert jeden Tag, wenn du wem erzählst, dass ich trainiere 5 bis 8 Stunden oder 4 bis 6 Stunden, so, ah, keiner kann so lange trainieren, keiner kann sich so lange konzentrieren. Das ist wirklich wahr. 6 Stunden voll konzentriert ist sehr schwierig, aber wir müssen. Ich sage nicht, dass ich 6 Stunden durchmache. Ich mache vielleicht 1,5 oder 2 Stunden, dann mache ich Pause, dann wieder. Dreimal den ganzen Tag musst du ausnutzen, wenn unsere Turniere beginnen um 12 Uhr hin und wieder spielst du um 11 Uhr am Abend, da musst du immer ganze Zeit fokussiert bleiben und konzentriert. Wichtigste ist, dass eine gute Dart, dass die Dart für ihn in der Hand gut liegen und nimmt das komplette dicke Dart, das sind die Anfängerdart. Oh, mit denen fühle ich mich wohl, die liegen gut, das ist auch wieder. Dann hat der Triple 20er so klein, dann ist da nicht so viel Platz drinnen. Das ist auch ein Problem.
Und dann ist am besten einen Dartclub besuchen oder Dartverein und die sollen ihm ein bisschen erklären, wie er stehen soll. Gibt es Leute, die stehen so, sagt er, ich stehe richtig. So, leider, so wird es nicht. Das ist, und wenn er am Anfang so tut, dann kommt er nie wieder weg von dem Problem. Er kann nicht mehr, er fühlt sich dann nicht wohl, wenn er so steht. Also ist er dann, gehen wir weiter, den Trainingsplan. Da gibt es immer, in jedem Verein gibt es Leute, was gute Tipps geben. Und im Internet gibt es auch immer wieder die Trainingspläne von den Besten, von Taylor, von Eric Bristol, von alle. Wichtig ist wirklich, jeden Tag zu trainieren. Wirklich jeden Tag. Vielleicht einen Tag auslassen, aber jeden Tag, wenn halbe Stunde. 5 Stunden einfach so werfen, bringt gar nichts. Du bist nur müde, sonst nichts. Halbe Stunde, voll fokussiert, wirklich ein bisschen für sich. Und der nächste Tag, wenn es besser geht, ein bisschen mehr dazu. Und wie du dich fühlst, so lange sollst du trainieren.